Da ist die andere Kiste. Alter. Das passt. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence hier im brutalen Hardcore-Modus und es wird langsam wieder hell. Ich habe alles Mögliche gemacht, aber zum Kochen bin ich gar nicht gekommen. Aber oben die Pflanzen sind alle gut versorgt. Das ist ja auch schon mal viel wert. Wir wollen ja zeitig los. Wir haben ja eine Mission, ne? Wir wollen ja... Pass auf, jetzt geht das gar nicht mehr voll, oder? Ah, das ist doof. Das ist ja doof. Ich wollte sowieso mal... Da nach dem, nach der Falle. Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Hier nach der Falle gucken. Wie sieht die 108? Oh. Knurrt was? Wo war die denn da? Ah ja. So, wenn ich jetzt schon mal hier bin und alleine bin. Da oben ist ein Wolf, ist aber ein Stück weg. Eben ein bisschen Holz klopfen, dass wir das noch voll machen. Dann müssen wir nicht an die andere Kiste gehen. Wenn das hier schon so rumsteht, ne? So. Ah, den haben wir schon. Aber den können wir noch. So. Und los. Wir haben doch noch November, ne? Ja, der Dezember ist noch weit weg, ne? Ah, ja, 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 ja. Gut. So. Ich habe übrigens in der Nacht die beiden Häschen, die wir hatten, im Kühlschrank, in den anderen Schrank gelegt, weil ich habe nämlich von den Wärmekits ein paar gemacht. So. Hier. Zack, jetzt sind die drei. Da ist nicht mehr viel über, dass wir wieder ein bisschen von dem Zeug kriegen, weil die Wärmekits kosten. Ich habe vier Stück jetzt hier. Ich habe auch hier schon mal zwei reingelegt, ne? Dann hat sich ja schon wieder so ein bisschen, der Helm muss noch kommen. Ja, dazu muss oben die Baumwolle fertig wachsen. Jetzt gehen wir erstmal los. Nicht wieder vergessen zu essen. So ein großes Ding. Wir haben ja die 125 voll. Dann können wir uns mit Kleinkram den Bauch vollschlagen. Einmal so ein, auf jeden Fall ein Süppchen. Die müsste ich auch mal wieder nachkochen. Schluck trinken. Und dann essen wir den noch drauf. Und noch so einen hier. So, jetzt dürften wir eigentlich satt sein. Nochmal trinken. Yep. So. Gut. So. Da haben wir 10. So viel brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen, ne? Ich gehe mal auf 7. 2, 2, 2. Ah! Nicht vergessen, hä? Dann ist alles gut. Ja, dann packen wir's. Auf dass wir lebendig wiederkommen und nicht zurückgebeamt werden. Da mache ich mir doch dann lieber den Weg. Du bist schon Level 5. Das Ei tut mir leid. Pass mal auf, das nehme ich mit. Das kann man sonst notfalls auch mal essen. Das bleibt jetzt hier. Gibt, glaube ich, ein bisschen Eiweiß, ne? Aber die halten auch nicht so lange. So, also erstmal zu den Osagen. Hinter den Osagen dann so ein bisschen süd-südöstlich gehen, würde ich sagen. Da ist wieder ein Wolf. Wie kommen wir an dem vorbei oder haben wir denn gleich eine Backe? Das ist hier ein bisschen oll. Ich stratz mal los hier. Komm.
Haben wir genug von dem... was ich haben muss. Oh, wir müssen... Ich habe nur die. Und da gehen ja immer so wahnsinnig viel von den Spitzhacken drauf. Ne? Dass wir notfalls eine machen können. Brauchen wir 4 Bretter und 2 Tauwerk. Also 28 Fasern. Die sollten wir unterwegs noch am besten zusammenkriegen. Bei Schrott kriegen wir da ja. Wetter kippt. Das kann ja richtig heikel werden. Das hat man schon mal bei so einem Scheißwetter gemacht, ne? Und wenn das dann noch richtig kalt wird... Ja, ich hab's befürchtet. Jetzt wird's ungemütlich. Vor allen Dingen der Krach. Die Kälte ist jetzt nicht so das Problem. Übrigens, das Feuer... wärmt nicht bei dem Absturz. Ich habe nämlich in dem anderen Spiel auch einen Flieger gemacht. Da habe ich bei minus 4 Grad in den Flammen gesessen und gefroren. Oh, ey, ich höre nichts. Wenn jetzt hier was knurrt, ne? So, die 4 haben wir schon mal. Ich hau aber trotzdem noch ein paar. Ich sehe den Wolf. So, die Osagen. Komme ich da an dem Wolf vorbei, wenn ich jetzt hier... Also, ich hoffe... Gehen wir links oder rechts an den Felsen vorbei? Ich würde ja mal sagen links, oder? Hier. Wo ist der Wolf? Haben wir alle? Ah, da ist auch ein Wolf. Da habe ich gerade nämlich eine Blaubeere gesehen, ne? Oh, Täschchen. Da drin möchte ich jetzt bitte haben Baumwollsamen. Naja, fast. Da ist die Blaubeere, aber wo ist denn jetzt... Da ist noch eine. Wo ist denn der Wolf, der da gerade die Blaubeere bewacht hat? Wenn ich den nicht sehe, heißt das ja nicht, dass der auch nicht da ist. So. So, die Richtung sollte hinkommen. Aber ein Stück ist das noch. Da ist ein Bär. Noch eine, guck mal. Passt schon eine rein? Heuer. Oh ja. Passen die schon rein? Ich weiß gar nicht, wie viel bringen die eigentlich? Na, immerhin 10. Warte mal noch einen Augenblick. Hier ist halt einigermaßen übersichtlich. Hier kann man ein bisschen was sehen, ne? Wer hier so keucht und fleucht. Was haben wir denn schon? 21. Wir brauchen 28. Noch eine Blaubeere. Da oben sind noch mal ein paar Fasern. Ja, da ist eine Tasche oder eine Kiste, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Ich muss echt aufpassen, weil ich nicht so gut hören kann.
Oh je. Ich weiß nicht, wenn das doch ein ganzes Stück hoch ist, nicht, dass wir auch noch im Puma-Gebiet sind. Und dann bei dem Wetter, bei dem Krach, zu sehen ist noch nichts, ne? Das müsste so da oben irgendwo sein. Könnt ihr auf die Map gucken, aber bei dem Lärm jetzt traue ich mir das nicht so wirklich. Ich verlasse mich mal auf meinen Orientierungssinn. Jetzt gucke ich natürlich auch hier nach Erzen. Wir suchen nach Erzen mit Schmerzen. Ob das Wetter noch mal besser wird? Pass mal auf, ich kann hier mal eben auf die Map gucken. Also nach meinem Gefühl würde ich sagen, die Richtung ist das. Ah ja. Ein bisschen weiter östlich. Da also. Boah, er ist so laut. Wenn jetzt ein Bär brüllt, das höre ich womöglich gar nicht. Oder ein Wolf knurrt. Das ist das Problem. Haha. Siehste? Hörste? Ich hab's aber gehört. Immerhin. Da ist ein Wolf. Also mit dem Bär müssen wir uns erstmal auseinandersetzen, bevor wir an das Flugzeug ran können. Und dann auch noch so ein großer. Ach Mann, ey. Oh, der hat noch über 200. Was hat er gemacht? Nicht so viel. So. Ich mache aber den hier. Besser ist... Könnt ja noch mehr da oben rumfleuchen, ne? Deswegen warte ich mal noch mit dem Händewaschen. So, da haben wir zwei, da haben wir vier. Boah, ist das ein Wetter, ey. Jetzt haben wir schon wieder so eine Situation. Ist jetzt so ein bisschen wie Seven Days to Die. Säubere Gebiete. Erstmal hier die Absturzstelle säubern, dass wir hier in Ruhe arbeiten können. Ja, Kiste. Soll ich die erst holen gehen? Ich meine, das läuft ja nicht weg hier, oder? Gehen wir erst die Kiste holen. Wo war das jetzt? Da. Dieser Lärm. Jetzt haben wir gleich auch noch so viel Zeug einzupacken, ne? So, da ist die erste Kiste. Muss mal eben gucken. Da ist nur ein Reh. Na dann los. Alter, wo ist das hingeflogen? Und was? Oh Mann. Irgendwas ist weggeflogen, aber ich finde das nicht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das gleich noch.
So lange bleibt das nicht, ne? Ich habe jetzt die Hoffnung, wenn ich das weggeräumt habe, dass ich die Kiste sehen kann. Da ist sie. Revolverpatrone. So, das müssen wir jetzt erstmal Hände waschen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich Platz mache. Ja. So, wo ist die andere Kiste? Oh, da ist ja noch was. Also alles die gleichen gewesen. Gut, gut. Da ist die andere Kiste. Alter. Das passt hier. Jetzt räumen wir erstmal hier zusammen. Warum macht ihr denn hier alles so? Das sieht aus, als wer weiß, wie viel drin wäre. Und dann, das passt auf jeden Fall hier, das passt auf jeden Fall hier. Das passt nicht. Wir haben noch drei. Erstmal so. Die ungern. Ist mir die wichtiger. Guck mal. Manchmal, ne? Ja, jetzt ist schwierig. Was kann ich noch? Die Leber weg? Ach komm. Leber kann man leichter kriegen, das andere Zeug eben nicht. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen klopfen hier. Wird das schon dunkel? Nö, oder? Oder dauert immer, ne? Aber es gibt ja eben Metallschrott, da kann man echt nicht liegen lassen. So. Das ist eine Cessna. Ich würde mal sagen, irgendwie eine 152er oder eine 172er, so Skyhawk, so in dieser Kategorie. Sieht ganz danach aus, ne? Nehmen wir die. Ich sag ja, das braucht unheimlich Spitzhacken. Also wenn du zum Feuer gehst, sind mindestens zwei Stück mit. Das hätte man auch so machen können, dass das Feuer auch gefährlich ist, dass man sich da verbrennen kann. Ne? Und dann ist in einer von den Kisten ist immer ein Feuerlöscher drin. Dass man dann erstmal gucken muss, ob man an die Kisten kommt. Man müsste auch mit der Flasche notfalls ein bisschen was löschen können. Dass man an die Kiste rankommt und dann mit dem Feuerlöscher. Ne, das wäre vielleicht noch ganz gut. Da drüben liegt auch noch was. Tür und Propeller ist immer nur Deku. So. Ach ja. Ist der auch schon bald halb weg? Guckt euch an, was das weggeht, ey. Das ist verrückt. Das finde ich ein bisschen übertrieben. So schnell nutzt so ein Werkzeug doch nicht ab, oder? Das ist übertrieben. Aber naja. Naja, wenn man dann losgeht und dann drei Spitzhacken mitnimmt, weil die ja alle drei der Reihe nach abnutzen, das ist unrealistisch. Aber gut, das ist so jetzt hier in dem Spiel und fertig. Ja gut, damit hätten wir das dann erledigt. Da liegt noch eine Tasche und da ist noch Schrott und hier ist noch Schrott, meine Güte. Die Tasche? Hier ist noch Schrott. Ach, da oben.
Nee, das ist eine grüne. Ich habe da noch eine blaue gesehen, oder nicht? Ja, die muss aber gerade gekommen sein. Ich bin da gerade nur hier rumgelaufen. Ja. Das ist jetzt... Ja, das ist jetzt blöd. Da musst du hier bleiben. Du Feder, du. So, war da noch eine blaue, die ich von hier aus gesehen habe? Oder bin ich mir sicher? Da ist sie doch. Pulver kriegen wir nicht mit, oder? Das mag ich beides nicht wegschmeißen. Auf jeden Fall nehmen wir die mit, das ist schon mal klar. Pulver haben wir eigentlich viel, ne? Aber ich habe keinen Platz dafür. Nee. Ja, dann bleibt das Pulver eben hier weg. Platz für eine neue Kiste spawnen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ist, aber... Oh! Habt ihr den gesehen? Da ist er. Da kommt schon der zur Beerdigung von dem anderen gerade. Da ist ein Wolf. Wie bin ich mit der Ausdauer dran? Gut, sehen wir zu, dass wir nach Hause kommen, ne? Das Zeug sichern. Ach du Scheiße. Hab ich den hinten dran kleben? Gut, dass hier gute Sicht ist. Oh, da ist eine Holzkiste. Ne, der ist schon... So, wo ist die Holzkiste? Aber da ist ein Wolf. Mann, ey! Wo ist der Bär jetzt? Kommen wir nicht dran, ne? Wir gehen jetzt hier kein Risiko. Nehmen wir die andere Holzkiste. Ist ja nicht so, als wir hier aber arme Leute wären, ne? Ist ja wie im Einfachen. Hier ist ja Schlaraffenlandtös. Bleib bloß weg, du! Reicht mir, wenn du eine Kiste vereitelt hast. Jau. Tauwerk, Nägel. Hä, wieso kann ich denn keine Nägel aufnehmen? Boah, ey. Tauwerk oder Nägel? Nägel. Nägel ist eine Tauwerk. Ich werde doch kein Elektronikteil wegschmeißen. Ich habe eine Idee. Gelle? Jetzt können wir nicht einmal mehr Fasern aufnehmen. Und die kann ich nicht essen. Bräuchte ich die? Hm. Ich kann höchstens sagen, schmeiß die raus, nimm die, ess die und heb die wieder auf. Oh, nochmal das Ganze? Nee, tut nicht Not, das ist Blödsinn. Ich sehe meinen Beacon nicht. Nordosten? Nordosten? Ich bin ja falsch gelaufen. Jetzt sehe ich auch den Beacon wieder. 720 Meter. Guck mal, ein Elch. Sollen wir Elch jagen gehen? Wäre ziemlich dumm. So, jetzt renne ich die ganze Zeit. Das ist gefährlich. Das kannst du im Leichten machen, aber nicht hier. Vorsicht, Titsch. Es wird halt schon bald dunkel, ne? Ja, da ist die Mulde wieder. Ausdauer habe ich noch. Also von der Warte her sieht das gut aus. Gar nicht so viele Wölfe und Bären unterwegs, ne? Jetzt ist das Wetter besser geworden, siehste. Oh nein! Oh nein! Das schaffe ich nie! Da müsste ich in der Nacht hier... Oh, jetzt habe ich den Schlüssel dabei. Das, oh. Ich weiß genau, wo die liegt, ne? Ja, jetzt werde ich das mal versuchen, ne? Oh Mann, ey, jetzt kriegst du ein... Uah. Wäre aber jetzt völlig unsinnig gewesen, die aufzumachen. Ist der Schlüssel weg und mitnehmen kann ich eh kaum was.
ich bin gut in der Ausdauer. Also von daher gucken. Sieht gut aus. Da ist irgendwas. Das ist ein Wolf, ne? Naja, dann gehen wir hier rum. Was das noch machen sollen? Boah. Ist hier jemand? Keiner da? Schrott? Kriegen wir das mit? Nee, oder? Doch, muss ja. Weil Schrott haben wir natürlich einiges in der Tasche. Boah, das wird gleich dunkel. Hoffentlich kostet mir das nicht in den Kopf, wenn ich das jetzt mache. Also, jetzt werden wir hier erstmal eine leere Kiste nehmen. Und zack, 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 alles rüber hier. Der ganze Mist hier. Geht auch alles rüber. Jetzt habe ich das einzeln gemacht. Alles wertvolle Zeug rüber. Die nicht. So, kannst du ruhig eine leere Kiste haben. Jetzt versuche ich das. Hätte ich was essen sollen? Ja. Besser ist... Haben wir was Fertiges? So. Ja, ja. Da ist der Wolf. Ich, ob ich da vorbeikomme. Da ist auch ein Wolf. Ganz schön. Ganz großes Ding. Ja, ich weiß. Dann kommst du halt mit. Geh mir jetzt nicht die ganze Zeit auf die Nüsse hier. Ah, den haben wir hinten dran kleben. Och, nö. Pfui. Geh wacker. Hol Stöckchen. Ach Mann, ey. Ernsthaft jetzt? Ich bin gleich bei der Kiste. Ah, da ist noch einer. Ganz schlecht. Zwei müssen wir jetzt nicht am Hintern haben, ne? Ja, doch, ich hab den noch am Popo clean. Du willst mich jetzt nicht über die ganze Map jagen hier, oder? Da ist die Lockpick-Kiste schon. So. Du wolltest das ja unbedingt so. Ich bin mit dem Stuhl 3 Meter zurückgefahren. Oh, Mann. Komm schnell, es wird dunkel. Ratzfatz. Ja, schön. Gucken wir später. Ihr könnt ja Pause machen. Hier. So, ab nach Hause. Aber ich habe doch gerade was gesehen hier. Hä? Och nee! Was ist denn hier los? Richtung stimmt, ne? Ja. Boah, wie duster jetzt aber. Da ist ein Bär. Ich sehe schon die Tür. Weil die Sonne da so drauf steht. Die Töle von hier haben wir ja mitgenommen, ne? Steht ja, ist ja nicht noch eine, oder? Ah, der hat schon wieder locker gelassen. Na, Bambi? Kann das auch noch mit. So, siehst du? Haben wir das auch noch geholt. Ist doch Knorke. Ist da ein Wolf? Nee. Guck mal, dann können wir hier noch einsammeln. Lass doch mal das Ding los. So. Schwuppsdiwupps. Hüpf. Wie sieht's hier aus? Nochmal Eier. Wässerchen kann rein. Guck mal, hier noch die Pülückes. Puh. Zwei mit einem Streich. Flugzeug und Kiste. Aber das war aufregend, finde ich. So.
Ja, das muss jetzt erstmal alles schön einsortiert werden hier wieder. Ich habe ja da drüben dann auch noch rüber zu holen. Achso, Fleisch. Hier rein. So. Jetzt haben wir noch was hier hingehört. Nüscht. Doch. Die noch. Das Kaugummi hier rein. Da haben wir jetzt auch wieder ein paar. Auch wunderbar. So, die Püllekes. Das ist ja voll. Pass mal auf. Machen wir doch direkt 6 Stück von. Ah, ja, brauchen wir, ne? So, Zahnrettkes. Haben wir da überhaupt schon mal welche von gehabt? Ich hab doch noch keinen. Doch, doch, oh ja, oh. Guck mal, 15 Stück. Die werden wir ja irgendwann brauchen, ne? Hier, mach mal hier weiter. So, ja, es ist dunkel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann hier an der Stelle weitermachen. Bis dann, bye bye und tschüssi.